Hallo, servus, grüß dich wieder bei meinem Best Agile Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man mit dem Hula-Hop-Reifen seine Figur, seine Teile und den Popo recht fit halten kann, damit es nicht hinuntersinkt alles. Hula-Hop ist ja momentan total angesagt. So, und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Du musst schauen, dass es auf der Hüfte bleibt und dann kannst du es so machen, damit es im Hintern. Ja. Genau, am besten sollte er 5 Minuten in einem oben bleiben. Okay, vielleicht fangen wir es leider oben an, weil dann braucht es länger bis oben fällt. Üben, man muss üben. Und beim Üben kommt auch Au, mit Zehen. Also schön üben und Daumen hoch nicht vergessen. Vierte bis nächste Woche.